Natürlich gesund. Heute zum Thema, wer länger sitzt, ist früher nicht tot. Zu dem Thema sind verschiedene Studien schon durchgeführt worden. Und einer, der sich dafür einsetzt, dass man am Arbeitsplatz in Zukunft mehr steht und weniger sitzt, ist der Kibun-Erfinder Karl Müller. Karl Müller, wieso ist denn das Sitzen so schädlich? Dass Sitzen so schädlich ist, hat verschiedene Aspekte. Der wichtigste ist relativ wenig bekannt. Es verklebt Faszien. Sitzen ist eine verkürzende Haltung. Wir tun uns im Laufe des Lebens sowieso verkürzen. Wir werden immer kleiner, weil die Faszien immer mehr verkleben. Das ist so, wie wenn man ein Gelenk in Gips tut. Dann kann sie sich nicht mehr bewegen. Es tut den Bewegungsradius verkleinern und dort eigentlich die Organe in ein Gefängnis, in ein verklebtes Gefängnis einsperren. Damit es nicht so verkleben kann, sollte man sich mehr bewegen, sprich weniger sitzen. Sie setzen sich ein, damit man am Arbeitsplatz steht. Wenn ich heute in ein Grossraumbüro reingehe, sieht man wirklich am Anfang viel Stehbild, aber 90% sind dünn, sprich die Leute sitzend. Wieso ist das noch so? Also in erster Linie sollte man sich nicht mehr bewegen. Natürlich sollte man sich mehr bewegen, aber noch wichtiger ist, dass man sich richtig bewegt. Und die richtige Bewegung ist die Trampolinbewegung. Darum liebt man auch die Bewegung. Die Trampolinbewegung ist eine spezielle Bewegung, die jedes Kind bis zu alten Leuten alle lieben. Und die Trampolinbewegung ist darum so gesund, weil sie die kleinen Muskeln anregt. Und die kleinen Muskeln ständig bewegen, führt dazu, dass eben die Muskeln sich nicht verkleben können. Darum sollte man eben Bewegungen machen, wo man sich streckt, also Streckbewegungen, und gleichzeitig ganz leicht federn. Da kommt sozusagen Ihre Erfindung zum Zug, die Kibumatte. Was für Eigenschaften hat denn die? Wieso soll man die sich unter die Füße tun, wenn man am Arbeitsplatz steht? Kibunmatte ist eigentlich der Ursprung des Kibun-Schuhs. Zuerst habe ich die Matte entwickelt. Es ist wie ein Trampolin. Es federt, ist enorm weich und federt zurück wie eben eine Feder und hat den angenehmen Trampolineffekt. Und aus dem heraus ist ja dann der Kibun-Schuh entstanden. Wenn ich jetzt da ständig ein bisschen am Umfedern bin, am Arbeitsplatz und mich am Bewegen, bin ich dann da gleich noch produktiv oder hat da einfach der Arbeitgeber den Schaden? Sie sind in verschiedener Hinsicht produktiver. Erstens einmal, wenn Sie sich dauernd so bewegen, werden Sie weniger krank. Weil wenn man sich bewegt, ist man auch immuner gegen Erkältungen. Sie haben die Chance, dass Sie weniger Rückenprobleme leiden, wenn Sie sitzen. Und vor allem nach dem Mittagessen sind Sie fitter. Sie arbeiten auch produktiver den ganzen Tag durch, weil das Risiko vom Einschlafen ist auf einem Stuhl viel grösser, als wenn Sie sich auf einem Trampolin bewegen. Die Vorteile der Kibun-Matte haben schon Haufen Leute entdeckt. X-Tausende sind schon im Umlauf. Einer, der so eine Kibun-Matte nutzt, haben wir besucht. Wir waren bei Christoph Kempter in seinem Büro in St. Gallen. Der Christoph Kempter. Der Geschäftsführer von der Sopac hat seinen Bürostuhl gegen Kibun-Matte eingetauscht und arbeitet heute im Stehen. Ich habe einfach gemerkt, du hast, wenn du sitzt und viel am Computer arbeitest, einfach automatisch auch eine falsche Körperhaltung. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, hilft mir extrem mit dem Stehpult einerseits und andererseits mit dieser Matte, um die Körperhaltung viel, viel besser zu gestalten. Der Unternehmer, der im Bereich der Personalvermittlung und der Nachfolgeregelung im KMU-Bereich tätig ist, bereut seinen Entscheid nicht. Seit ich die habe, habe ich wirklich das Gefühl, ich habe weniger Rückenweh, als ich in der Vergangenheit mal regelmäßig hatte. Also das ist eigentlich weg. Und ich fühle mich auch eigentlich einfach viel agiler und wohler beim Arbeiten. Der Christoph Kempter vermutet, dass er durch die neue Arbeitsplatzlösung sogar noch produktiver geworden ist und seinem Körper etwas Gutes tut. Du musst eigentlich mit dem Körper immer ein bisschen arbeiten. Also du bist ständig in Bewegung. Und ich denke, dass da der Körper eben so auch fit hält und am Schluss auch etwas beiträgt zu einer guten, gesunden Körperhaltung. Der ehemalige Kantonsrat spürt auch, dass die Neugier an dieser innovativen Stehplatzlösung gross ist und in der Arbeitsplatzgestaltung ein Umdenken stattfindet. Also ich habe viele
Kandidaten hier im Büro, wo ich Interviews führe für Kaderstellen. Und ich muss sagen, seit ich die habe, wäre ich extrem viel auf die Matten angesprochen. Und selbstverständlich fragen sie mich dann manchmal, was ich von denen halte, wie meine Erfahrung ist. Und bis jetzt habe ich sie immer empfohlen. Und ich weiss, dass sie schon ein paar bestellt haben bei der Kibun und gesagt haben, das ist eine tolle Sache. Der Christoph Kemter könnte sich vorstellen, Kibun-Matten nicht nur am Arbeitsplatz einzusetzen, sondern auch in den Männerreigen, die er präsidiert. Es gibt schon ähnliche Sachen, die man im Turnbetrieb einsetzt, um eben die Stabilität der Muskeln zu fördern. Aber ich muss ehrlich sagen, so etwas haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Entweder ist es dann viel zu schwabbelig oder eben, es bringt dann vielleicht einfach zu wenig. Aber ich denke, das könnte wirklich eine gute Grundlage sein, die wir mal ausprobieren in unserem Turnbetrieb. Egal ob im Sport oder am Arbeitsplatz, Kibun-Matte halten einem nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit. Wenn du stehst, dann musst du aktiver sein. Wenn du einen bequemen Stuhl hast, dann neigst du eher vielleicht einmal dazu, dass ein bisschen müde bist. Weil der Christoph Kemter von der Kibun-Matte überzogen ist, wird er als nächsten Schritt den Kibun-Schuh ausprobieren und so das weich-elastisch federnde Gefühl auch beim Gang zu seinen Kunden geniessen. Der Christoph Kemter, ein begeisterter Kibun-Kunde. Wie wir im Beitrag gehört haben, könnte er sich vorstellen, die Kibun-Matte nicht nur am Arbeitsplatz einzusetzen, sondern allenfalls auch beim Sport. Karl Müller, eignet sich denn die Kibun-Matte auch für den Breitensport? Also es gibt kaum einen Sport, wo man die Matte einsetzt während dem Sport. Aber vor dem Sport, zum Einlaufen, nach dem Sport, zum Auslaufen, man regeneriert viel besser auf dieser Matte. Und Verletzungsprävention und auch leistungssteigernd wirkt sie. Im Breitensport sieht man ja hauptsächlich die blauen und die orangen Matten, die ja nicht so zurückfedernd wie die Kibun-Matten. Wäre es vielleicht nicht auch sinnvoll, Kibun-Matten im Breitensport in die Turnhallen einzusetzen? Selbstverständlich wäre es sehr sinnvoll, weil bei den Kibun-Matten sinkt man tiefer ein, sie federt viel besser zurück. Das heisst, sie dort die Füße stimulieren. Die Füße sind ganz wichtig, wenn man Sport macht. Gerade zum Einlaufen, bei älteren Gruppen noch viel mehr, bei Männerreigen, Frauenreigen und ganz speziell im Altersturnen, wo die Anwendung der Kibun-Matte auch eine grosse präventive Wirkung hat gegen Stürzen im Alter. Jetzt vom Altersturnen möchte ich vielleicht ein bisschen weg noch in den Spitzensport. Ich habe die Kibun-Matte auch schon beim FC St. Gallen gesehen. Müssen die einfach auf diesen Kibun-Matten trainieren, weil das Stadion Kibun-Park heisst? Es ist umgekehrt. Wir sind die Zusammenarbeit mit dem FC St. Gallen, sprich Kibun Park, eingegangen, 7 Jahre nachdem, dass der FC St. Gallen angefangen hat, Kibun-Matten im Alltag einzusetzen. Dort wird regeneriert, es wird aufgewärmt und vor allem die verletzten Spieler laufen tagtäglich auf diesen Kibun-Matten und auch auf den Kibun-Laufbändern, die die Gleichwirkung haben, damit sie schneller wieder fit werden. Und wie der FC St. Gallen, sprich der Nicolas Lüchingen und der Philipp Koch, auf diesen Kibun-Matten trainieren, sehen wir im nächsten Filmbeitrag. Der Nicolas Lüchinger und der Philipp Koch sind wieder zurück auf dem Platz. Die beiden FC St. Gallen-Verteidiger haben nach ihrer Operation hart an ihrer Rehabilitation geschafft. Es war eine sehr intensive Zeit. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Die Matte hier haben wir viele Übungen gemacht, also ich speziell mit der Physio. Und ich konnte natürlich früher aufs Laufband gehen, weil das gut ist für meinen Bewegungsablauf. Und es ist natürlich nicht so hart wie die Plätze. Und von dem her haben wir da sehr viel gebracht. Ja. Das Trainieren auf dem Kibun-Laufband fühlt sich dank dem speziellen Untergrund sanft an, schont Gelenk und ist effizient. Der Simon Storm vom FC St. Gallen setzt schon seit 9 Jahren auf Kibun-Produkte. Also wir trainieren vor allem die Tiefenmuskulatur, aber was für mich auch sehr interessant ist, bei diversen Verletzungen oder bei den meisten Verletzungen können wir mit der Belastung viel schneller vorwärts gehen und auch viel früher wieder mit Lauftraining beginnen. Und das ist für uns natürlich ein riesen Vorteil im Profifußball. Von dem profitiert auch der Philipp Koch, der sich hier auf der Kibun-Matte aufs nächste Spiel vorbereitet. Gerade mit meinen Verletzungen, mit den Knorpelverletzungen, ist natürlich in der Reha-Phase immer wichtig, dass du nicht zu früh
ja, hohe Belastungen hast für das Gelenk. Und durch das war natürlich Kibun ein riesen Vorteil für mich, dass natürlich die Schläge und alles dämpft und so die Muskulatur rund um das Gelenk kräftigt wird. Ich selber habe ja auch das Vergnügen, dass ich so Schuhe tragen darf und mag dann schon, dass man da wirklich sehr gut drinsteht und auch wenn man läuft, dass es ja, federt einfach, dass es schön elastisch federt. Egal ob Schuhe, Matte oder Laufband, Kibun-Produkte trainieren tiefe Muskulatur und das nicht erst nach Verletzungen. Besser ist immer, wenn man sich gerne keine Verletzung zuzieht. Von dem her kann man eigentlich täglich mit Kibun arbeiten, um die Verletzungen vorzubeugen. Das gilt nicht nur für Profifußballer, sondern auch für Breitensportler. Es eignet sich eigentlich für jeden, aber ich denke, gerade im Breitensport wäre es auch sehr interessant, weil es da viele Verletzungen gibt. Die Betreuung ist leider nicht so professionell wie im Spitzensport, physiotherapeutisch. Und wenn man da Verletzungen vorbeugen könnte, und ja, wer will sich schon verletzen, wenn er hobbymäßig am Abend nach Fußballspielen geht? Wer also mit Kibun-Produkt trainiert, beugt nicht nur Verletzungen vor, sondern fühlt sich erst noch wie ein Profifußballer vom FC St. Gallen. Wie die Spieler vom FC St. Gallen auf diesen Kibun-Matten trainieren, haben wir jetzt gesehen. Wir haben auch bereits gehört, dass die Kibun-Matte besonders geeignet ist für Steharbeitsplätze. Aber Karl Müller, könnte man die Matte denn nicht auch daheim einsetzen, allenfalls Hausfrauen beim Arbeiten, oder wie sehen Sie das? Ja, und Hausmänner natürlich auch, die dürfen bügeln. Bügeln macht viel mehr Spass natürlich, wenn man elastisch federnd arbeiten kann. Was auch sehr viel Sinn macht, wenn man Fernsehen schaut, wenn man sitzt ab auf dem Sofa, dass man ab und zu halt immer wieder mal aufsteht und elastisch federnd zwischendrin einen Fernsehbericht anschauen, weil man sollte grundsätzlich nie länger als 20 Minuten sitzen. Wenn man, je älter das man ist, desto weniger lang sollte man am Stück sitzen, weil die Faszien immer schneller verkleben im Alter. Und darum macht es total Sinn, dass man halt vor das Sofa eine kleine Matte tut, immer wieder aufsteht und halt sich wieder streckt und die Faszienverklebungen wieder löst. Da wären wir gerade wieder beim Hauptthema, wo wir eingangs gesagt haben, wer länger sitzt, ist früher nicht tot. Wieso die These, die Studie, wieso ist man früher nicht tot? Nur wegen Faszienverkleben wird ja das nicht der Fall sein. Sie werden staunen, wenn ich Ihnen sage, dass die Lebenserwartung von der Gesundheit der Beine abhängt. Das können Sie vielleicht nachvollziehen, wenn ich Ihnen sage, dass, oder wenn Sie auch vielleicht Ihre Umfeld überlegen, wie das ist bei Menschen, die irgendwann einmal nicht mehr laufen können. Vielleicht fangen sie mit dem Rollator an und dann geht es relativ schnell abwärts. Weil das Laufen, das Gehen, ist halt die Grundbewegung des Menschen. Weil wenn man nicht mehr laufen kann, fängt man an zu sitzen und dann fangen an, die inneren Organe zu leiden. Also man wird dicker. Fett tut sich ansammeln und je mehr Fett das man hat, desto entzündlicher wird der Körper. Und das ist ein Prozess, der dann immer schneller geht. Darum ist enorm wichtig, dass man auf die Gesundheit der Beine schaut. Und die Gesundheit der Beine hängt ab von der Beweglichkeit und von der Kraft der Füße. Schauen Sie mal oder testen Sie sich selber mal, ob Sie noch aufgumpen können. Einfach auf dem Boden, auf zwei Beinen. Wenn man nicht mehr aufgumpen kann, dann sollte man sich Gedanken machen. Auch jetzt könnte es mit mir auch bergab gehen. Und wenn man Kibun-Matte zum Beispiel zum Fernsehen schauen, immer wieder einmal benutzt und so ein bisschen federt, dann werden Sie sehen, dass Sie schnell wieder gumpen können, viel besser und schmerzfreier laufen, länger laufen können und eben die Lebenserwartung wieder erhöht wird. Dann ist es also nicht spät, wenn ich schon Beschwerden und Schmerzen habe, um dann noch auf die Kibun-Matte zu gehen? Man kann natürlich immer einsteigen. Es ist nie zu spät, zum Anfangen. Und also ein Slogan von mir ist «Vom Rollator zum Joggen». Ich weiss, dass das möglich ist, dass auch wenn die Füße fast nicht mehr mitmachen beim Laufen, das ist ja immer der Engpass. Die Füße machen nicht mehr mit beim Laufen. Und wenn man zum Beispiel mit dieser Kibun-Matte Fernsehen schaut oder ab und zu die benutzt und immer wieder federt, dann werden sie feststellen, die Füße werden stärker, sie können wieder springen und sie können sogar wieder joggen.
Jemand, der früher realisiert hat, dass man die Füße und Beine trainieren muss, um gesund zu bleiben, ist Caroline Winter. Mühe haben sie besucht, zuhause, und sie erzählt von ihrer Erfahrung, die sie mit der Kibbelmatte macht. Da ist Caroline Winter. Vor rund 10 Jahren hat bei ihr eine versteckte Leidensgeschichte angefangen. Zu arbeiten macht mir eigentlich mein Sakralgelenk, dass mir einfach bei der Geburt von meiner Tochter ja, nicht kaputt gegangen, aber es ist angeknackst, sage ich mal nur so. Die Schmerzen kommen bei der jungen Familienfrau ohne Vorwarnung. Zumal spürt sie es, zum Beispiel wenn sie bügelt oder in der Küche arbeitet. In dem Moment habe ich einfach rechte Kreuzschmerzen. Vergleiche mit einem Bandscheibenvorfall. Ein andermal ist der Ischias eingeklemmt. Da habe ich einfach Beschwerden im ganzen rechten Bein. Caroline Winter hat Hilfe gesucht bei einem Osteopath. Bei ihm bin ich in regelmäßigen Abständen immer gesehen. Und da hat auch wirklich geholfen. Plus zusätzlich einfach Sport gemacht. Seitdem unser Loka auf der Welt ist und wieder ein Kind komplett daheim ist, habe ich vom Sport her bin ich ein bisschen faul gesehen und dadurch sind auch die Schmerzen wieder häufiger aufgetreten. Caroline Winter hat sich etwas Neues überlegen, bis sie mit dem Keybounder die Lösung gefunden hat. Seitdem ich konstant mit dem Keybounder jetzt bügle und ich bewusst das Gewicht auf dem Keybounder eben auf die rechte Seite, wo ich Probleme habe, verlagere, ist es wesentlich besser. Also ich habe das Gefühl, einfach die Muskulatur, dadurch, dass ich beide Seiten vielleicht gleichzeitig belasten darf, ist meine Muskulatur, ja, ich habe einfach keine Schmerzen mehr. Die weiche elastische Matte hat zuerst gemischte Gefühle ausgelöst. Man muss schon so ein bisschen herausfinden, wie positioniere ich mich jetzt am besten oder sieht es vielleicht lustig aus, wenn ich mich bewege. Aber es ist ein mega angenehmes Gefühl. Das Gefühl möchte Caroline Winter nicht mehr missen. Ich kann den Keybounder in meinen Alltag mit einbeziehen. Dann lege ich mir halt den Keybounder hin und kann zwei Fliegen mit einer Klappe, wie man so schön sagen tut. Und kann bügeln und trainieren gleichzeitig. Heute ist sie begeistert. Die Schmerzen sind verflogen. Mit der Hilfe des Keybounder kann Caroline Winter in eine rosige Zukunft schauen. Kibbelmatte ist scheinbar ein richtiges Wunderding. Man kann sie nicht nur am Arbeitsplatz einsetzen oder im Spitzensport und Breitensport, sondern auch jeder zuhause. Karl Müller, wenn man bereits Beschwerden hat, wie im Beispiel von dem Film, gegen welche Beschwerden hilft die Matte so generell? Kann man das sagen? Kibbelmatte hilft eigentlich bei den gleichen Problemen wie der Kibbelschuhe. Weil die Wirkung ist einfach Federn elastisch gestreckt sich bewegen. Das heisst, Rückenbeschwerden, Hüftbeschwerden, Kniebeschwerden, einfach Beschwerden am Bewegungsapparat. Und es sind eben die Beschwerden am Bewegungsapparat, die sich langfristig auf die Gesamtgesundheit auswirken tun. Wenn man gesund bleiben will und so eine Kibbelmatte mal ausprobieren, wo kann man das machen? Sie können Kibbelmatte zum Beispiel in der Gesundheitserlebniswelt in Sennwald ausprobieren. Dort können Sie sich auch noch weiter informieren, was die Möglichkeiten mit dieser Matte alles sind. Selbstverständlich können Sie auch auf dem Internet alle die Standorte in 30 Ländern ausfindig machen, wo es diese Matte überall gibt. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie vielleicht gesehen haben, stand ich schon die ganze Zeit auf einem Trampolin. So ein richtiges Trampolin-Gefühl vermittelt die Kibbelmatte auch, die Sie, wie gesagt, hier in Sennwald, in der Kibbelwelt erleben können. Mehr dazu zu dieser Kibbelwelt gibt es unter www.kibbun-world.ch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank für Ihre Informationen, Karl Müller. Bleiben Sie einfach natürlich gesund.